Dann rein. Dieser Ort hat sich etwas verändert. Und das kann ich positiv anmerken, denn ich habe keine Lust, jetzt schon wieder zum x-ten Mal die Kistenhöhle, so wie wir sie kennen, zu machen. Dann noch lieber sowas hier. Finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. So, das ist Hagelsturm, oder wie es hier heißt. Wenn ich ja mal irgendwann hochgescrollt habe. Ja, hey, toll. Naja, wozu sich neue Attacken-Namen ausdenken, ne? Ist das jetzt alles hier? Hey, das war alles! Da ist die Küstenhöhle aber deutlich kürzer als sonst. Beziehungsweise war das eben nur der Eisabschnitt, den man sonst auch in der Küstenhöhle kannte. Und das ist toll. Er hatte wahrscheinlich auch keinen Bock, die Küstenhöhle irgendwie sinnvoll einzubauen. Na gut. Kann ich jetzt einfach so ein Pokémon... Moment, ich hätte auch einfach zum Pokémon Center fliegen können, wenn ich es schon nicht gefunden habe, ne? Ich habe ja vorhin das Pokémon Center in der Stadt oder auf der Insel gesucht. Ich hätte einfach Fliegen einsetzen können, dann komme ich automatisch zum Pokémon Center. Aber aus solchen Ideen kommt man eben nicht sofort, oder ich zumindest nicht. Wahrscheinlich hat das jetzt jemand in die Kommentare schon geschrieben in der Folge, bei der ich das probiert habe, das Pokémon Center zu finden. Wer weiß das schon. Spike. Oh, hier wurde mir direkt wieder gespoilert, was der Arena da einsetzt. Auf Gift-Pokémon habe ich Bock. Da habe ich nämlich ein paar schöne Ideen, was ich mit dem anfangen kann. Oh ja, sehr schön. Wieder so ein Pokémon mit irgendwelchen ländlichen Spezialitäten oder Inselspezialitäten vollgestopft. Was? Der weiß, wo man die Geheimbasis ist. Oder wie? Das, ist das so programmiert, dass der genau sagt, wo man die Geheimbasis ist? Ja, tatsächlich. Was hat der Fernsehmann zu sagen? Nichts Besonderes. Hi. Der Freezer. Ja, da war ich schon. Oh, stimmt, da war was. Ich habe ja gar keine Öffnung gesehen. Moment. Kurzer Schnitt dann. Hey, komm ich nicht weg wieder? Kurzer Schnitt. Oder Moment, brauche ich überhaupt einen Schnitt? Ich bin ja hier drin. Ich, die Eis-Pokémon würde ich gerne sehen, nämlich. Ah, kein Scheiß. Da habe ich komplett vergessen, den noch neuen Pokémon-Ausschau zu halten. Gut, dass ihr mir das gesagt habt. Ich habe noch ein paar Bälle, aber egal, das ist schon reichen. Penguin, bla bla bla, the Fat Insulation, bla bla bla, absolut zero. Oh, Frosty. Snowball, slices around, bla 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 bla. Stück Flash und Feuer. Irgendwas. Noch irgendwas. Ja, Celsius. Das erstmal Schutzschild einsetzt. Und dann kurz gefangen wird. Das waren jetzt genau alle Hyperbälle, die ich noch hatte. Okay. Das würden aber alles sein. Ich glaube, mehr als drei verschiedene brauche ich hier nicht zu erwarten, oder? Gut, haben wir das auch nochmal hinterlegt? Und ich glaube, Frosty könnte ich mir sogar als Teammitglied vorstellen. Ich habe noch kein Eis-Pokémon drin und ich hatte ja gesagt, für Drachen-Typen sollte ich was dabei haben. Also Frosty könnte ich mir vorstellen, dass ich das tatsächlich als Teammitglied dazu holen werde. Damit wir auch endlich mal wieder überhaupt ein neues Teammitglied drin haben. Ich habe ja schon seit Ewigkeiten kein neues Pokémon mehr dabei. Dabei habe ich gesagt, dass ich das sehr oft wechseln werde. Aber ich kam halt nicht dazu. Es hat sich nichts angeboten. Was soll ich machen? Wenn sich nichts anbietet zum Fangen, was soll ich dann machen? Also was heißt, nicht unbedingt zum Fangen, aber zum Benutzen. Bei Outlay habe ich jetzt auch ehrlich mal gefangen, das sehen wir auch schon seit 100.000 Jahren. Weil ich hatte es eben noch nicht. Was ist hier los? Ja, der Tunnel hätte mich tatsächlich zum Pokémon Center gebracht. Aber ich war mir halt nicht sicher, ob ich damit irgendwas schon vorwegnehme, bevor ich die Stadt nicht vorwegnehme. Hey, Drilly. Comeback habe ich auch noch nicht gefangen? Was? Ich den Kampfdecker noch nicht gefangen. Hier, Nestball. Du bist überhaupt kein Flug-Pokémon, ist halt egal. Kampfdecker. Da sind wir auf der anderen Seite des Tunnels. Okay. Systematisch angehen. Wo fange ich jetzt an, mit den Leuten hier zu quatschen? Hier ungefähr. Hi!
Ey, was bist du denn? Da ist dann wohl die Taucher vor allem. Ja genau, das brauche ich doch aber sowieso noch den Orden, oder? Noch mal was Wichtiges. Nee, will ich nicht aus. Oh, der Champion! Oh shit! Der hat gerade Angst bekommen. Ich bin mir sicher, dass sich einige Leute immer fragen, warum ich in diesen Spielen so extrem gründlich vorgehe und alles Mögliche anquatsche, selbst solche Möbelstücke. Und sollte das jemand ernsthaft fragen, dann sollte ich ihm einfach ein Bild von dieser Situation schicken. Und dann wird er nie wieder fragen, hey, warum guckst du in jedem Spiel alles so genau an? Damit wir solche tollen Dinge nicht übersehen. Genau deswegen gucke ich mir das an. Wow, das steht aber sogar bei diesem Ding dran. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, das hätte ich natürlich so oder so angequatscht, dieses Teil. Wer hätte denn denken können, dass in dieser Vitrine auch irgendwelche Pornomagazine sind? Da, da, da. Bloody irgendwas Tunnel. Hey, gibst du mir eine neue Angel? Ja, tatsächlich. Ich höre damit. Hallo, ich bin von Team Rocket. Was erwartet ihr? Dass ich eure Sache nicht... Ja, oh, es sei fein. Kühlschrank, irgendwas. Jetzt bin ich natürlich drauf und dran, hier alles nochmal zu bekommen. Oh ja, gleich das Museum da. Das heißt Museum. Das ist kein Museum, das ist eine Raketenbasis irgendwas. Oh, ah, oh, ah. Soll ich das Item auch mal nehmen, ja? Der Focusball. Wir ballen mehr zu meinem Fang. Oh nein, will Fatman etwa das Schild essen? Ich muss ihn gleich davon abhalten, aber zuerst mal im Markt. Nope. Ich würde gerne was... Moment, ich war schon richtig, was mache ich denn? Ich war bloß in der falschen Tasche und habe mich gewundert, dass ich so wenig drin habe. Nugget wollte ich verkaufen. Ja, wunderbar. Wir kaufen würde ich auch gerne wieder was. Wir gehen nämlich so langsam die Tränke mit aus. So, so 10 Stück, warum nicht? Ey, trying to do shit, ey. Das soll eine Frau sein? Ich denke mal, das soll eher ein Mann sein als Verkäufer. Also, ich könnte es mir zumindest nicht anders vorstellen. Warum können die nicht einfach sagen, ich lebe dort oben oder ich lebe nördlich? Warum müssen die immer mit Pfeilangaben sagen, wo was ist? Oh. Ah, sehr schön, dann können wir das auch gleich noch machen. Das ist nämlich die MB, die ich aus Baumhausen City weggeschickt habe. Sehr gut. Wurde dann gleich im Anschluss gemacht, aber vorher machen wir das natürlich noch zu Ende hier. Du hast den Tunnel dort gegraben. Hättest du mir auch so gegeben, oder wie? Wenn ich den Dialog jetzt richtig gehört habe, hätte er mir auch so gegeben. Your leaf weight, it likes green croquet blocks. Das ist toll. Das passt auch irgendwie zu seiner Farbe, ne? Weil, nee, das war falsch. Was mag denn... Dinosaur, was mag der denn? Nein! Wieso verklicke ich mich? Oh! Dinosaur ist also sehr neutral eingestellt. Was mag denn Draco? Wow! Mann, was habe ich denn hier für Pokémon? Alle mögen oder mögen nicht und was? What the fuck? Was ist da los mit euch? Ich gucke jetzt jeden an, ob da überall dieselbe Nase. Oh! Du magst gelbe. Boris mag gelbe und was mag Stäbchen? Hm, Stäbchen sieht aus, als ob es Pokeblöcke mit Zähnen drum mag. Oh, Gott. Na gut. Und mit dir habe ich glaube ich schon gesprochen, ne? Ja, Buffpen. Drei meiner Pokémon, also die Hälfte, ist völlig egal, was wir für Pokeblöcke bekommen. Was für Feinschmecker ich habe.
Ja, hör auf, mir von deinem Tunnel zu erzählen. Ich will erstmal hier gucken, was haben wir denn hier Tolles drin? Ach so, das ist wieder ein Typ mit so einer komischen Tür, bei der ich nicht rein kann. Da, 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 da. Spike. Der ist nicht Poison immer tödlich in der Regel? Ich frag nur so. Ja, Spike ist ready storm. Nur noch mal sicher gehen, dass ich hier auch keinen Dialog verpasst habe. Das ist der Tunnel. Gehen wir mal nach oben. Zu dem. Oh, das ist keine Raketen. Das ist keine Raketenbasis mehr. Das ist hier Superfood. Ja, dass da der Fatman vorsteht, das ist ja jetzt nicht weiter verwunderlich. Wow. Na dann mal los hier. Wow! Das ist das Thumbnail. Das oder das, je nachdem, wo ich mich am besten hinstellen möchte. Ich glaube das hier. Das ist das Thumbnail. Obwohl, spoilert das so viel, ich will bei den Thumbnails nicht so viel spoilern. Oh mein Gott. Um Himmels Willen. Was ist hier los? Oh nein. Ich habe am Anfang gedacht, wir werden nie wieder einen Fatman sehen, aber ich hatte mich geirrt. Sehr geirrt. Ach man. Never melt Eis. Verstärkt Eisattacken. Oh, Ken Cross Flinching. Wer kriegt das denn? Paul! Ach man, hier, Max Repel, ich brauch das grad nicht. Ist mir scheißegal. Gib mir irgendwas Gutes jetzt dafür. Ja, toll. Obwohl, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, dann hab ich den Entwicklungsstein wenigstens, ohne dass ich dafür Geld das geben muss. Das hat sich dann doch gelohnt. My favorite. Also für den Husband, ja. Sehr schön. Alter, hier sind noch mehr. Obwohl, hier sind nur zwei. Wow, ey, wirklich. Was machst du hier? Du guckst die Wand an. Bist du auch so. Du bist einfach nur. Du guckst weg von diesem Elend, ne? Von diesem Elend, was sich da ein paar Fische von dir entfernt abspielt. Der kann es einfach nicht ansehen, dieses Leid. Dieses. Blech. Pfui! Die Übermacht der Fast Food Nation. Ich denke, dann sollte ich hier soweit durch sein. Ja, das war der Typ mit der krassen Tür. Und ansonsten fliege ich jetzt einfach wieder zurück ins Pokémon Center, denn das geht schneller, als jetzt nochmal durch den Tunnel zu gehen. Oh oh, der nächste Arena-Leiter steht an. Wird ja auch mal Zeit, ne? Moment, Moment, stimmt nicht. Ich hätte es fast vergessen. Mir war doch so, als ob ich noch irgendwas hatte und das stimmt. Nein, Orange Ball ist es nicht. Da war noch eine Stadt dazwischen. Das hier war's. Ja, aber jetzt ist die Frage, in welchem Haus das war. Nein, nicht die Tomaten, wo war Oma, ich passe. Ist komisch. Das ist es aber. Fällt euch was auf, Leute? Ja, das ist auch schon mal wieder eine schöne Aussage, toll. Aber fällt euch was auf? Im Original ist es ja so, man schickt einen Wingull weg, dann kommt das Wingull dort drüben an, dann schickt man den Wingull nochmal zurück und dann kommt es wieder hier an. Ich habe einen Giralus geschickt am Anfang, dann war es plötzlich ein Ambi und jetzt ist es wieder ein Viral. Spontane Transformation. Too bad. Ja, toll. Ich mache einen kurzen Schnitt und lege mal ein paar Items in meine, ja, Item-Box. Mental Herb. Das kann ich jetzt nicht nochmal wegfliegen lassen, oder? Nö. Gut, haben wir das auch erledigt. Und für den Lacher war es definitiv wert, dass das Pokémon von Viral zu Ambi wieder zu Viral wird. Aber ich sag ja, selbst solche Kleinigkeiten, die vermeintlich einfach total doof sind, in einem LP zu zeigen, können dann doch geniale Momente mit sich bringen, wie man wieder mal bestens gesehen hat.
Jetzt dürfte ich aber alles soweit erledigt haben und kann den nächsten Arena-Leiter herausfordern. Dieses Gym ist so toll, sagt er ja.